MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hey Dudes, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu einem kleinen Pack-Opening. Ich wollte euch mal ein paar Tüten hier aufmachen, könnte man sagen. Ja, gucken wir mal direkt rein. Also, oder mindestens 10 sind Gold und insgesamt sind es 3 seltene. Na denn. Also, Nosepack mal wieder, hä? Und Action, Trommelwirbel. Mal sehen, was wir hier in unserem St. Patrick's Day Pack kriegen. Bestimmt sehr viel Glück und sehr viel Gold. Wahrscheinlich kriegen wir nur Gold. Würde ich mal denken. Okay. Eigentlich. Träuber, ja. Wird das auch nichts wert, ne? Da ist ja kein Spieler drauf. Das ist ja ein bisschen doof, ne? Da kann ich sagen, oh, jetzt kommt Alaba. Oder Alaba macht uns hier Glück. Rami. Okay, Schulz. Alvarez, der Torwart. Ein 74er Torwart. Den würde ich gerne mal auf die Transfermarkt anbieten. Preis wir gleich schauen. Ob der irgendwas wert ist. Habe ich so ein bisschen im Gefühl. Boah, ganz bisschen auf jeden Fall. Packen wir uns mal auf den Tauschstapel oder Transferliste. Ey, was ganz Tolles. Und es ist Blazikowski. Ja, das ist doch mal ganz okay. Abiati, den packen wir auch auf die Transferliste. Aquilani, da bin ich mir nicht so sicher, aber Artist. Warum nicht? Zack. Özil! Jawoll! Mesut Özil! Super! Der hat mir echt gefehlt. Özil, mal gucken, was der wert ist. Wahrscheinlich auch nur 50k oder 30 oder so. Aber das wäre ja schon mal was. Ja. Özil anbieten. Da müssen wir direkt mal gucken. Preisvergleich. Mesut Özil. Jetzt hat keine Treffer. Preisvergleich. Gibt's nicht Mesut Özil? Außer wir kriegen jetzt hier irgendwie nochmal so einen ganz super Spieler. Irgendwie Ibrahimovic oder so. Klose. Ja. Ach. Miro. Altes Haus. Miro Klose. Castro. Sidney Sam. Walker. Walker. Ja, doch, den könnte ich gut gebrauchen. Ich glaube, den packe ich mir mal direkt in meinen Verein. Mesut. Also ein bisschen dürfte der schon was wert sein. Ich denke mal, der ist recht gut, ne? 37, ja. Na gut. Finisher, Maestro. Also so um die 30 bis 35k wird der wohl wert sein. Ich habe hier eben gerade schon ein paar St. Patrick Days Packs aufgemacht. Und ich sehe jetzt hier gerade, dass es noch ein weiteres gibt. Deswegen machen wir das direkt mal mit Webcam. Das Blöde ist, dass ich es nicht aus dem Spiel heraus aufnehmen kann, weil ich mich nicht mit Ultimate Team verbinden kann. Warum, weiß ich nicht. Web-App geht, deswegen ist das super. So, wir machen das Mega-Set mal auf. Mal schauen, was da uns erwartet. Ich bin da mal ganz groß gespannt. Drücken wir hier drauf. Hier, Mega-Set öffnen. Da geht leider kein Nosepack. Und... Oh, Pitch-Deck. Ist das richtig? Ah ja, Pitch-Deck ist dabei. Hier hat man gar keinen Sound, ist mir aufgefallen. Ist das normal? Ich weiß es nicht. Also wir haben Pitch-Deck, Moses, Papadopoulos, Schürrle, ein Trikot von Frankfurt, Xabi, Kastan, ja. Ja. Matuidi, auch ganz gut. Pelé, der falsche. William! Oh cool, den habe ich ja. Ich glaube, der ist auch ein bisschen was wert. Schade, dass hier keine Musik ist. Diego, aber der neue Diego, der transferiert ist bei Atletico. Rodriguez, ja. Was haben wir hier? Lukas, oh ja, der ist auch nicht schlecht, kann man auch gut gebrauchen. Michu, Vela, sagt mir eigentlich gerade überhaupt nichts. Mexiko, Digne, Hermann, wow. 91, den nicht den? Ich bin mir nicht so sicher. Aber der ist ja richtig flott und richtig gut im Dribbling. Sniper ist auch nicht schlecht. Fitness. Geteilte Meinung im Moment noch über diese Packs, aber die sind eigentlich gar nicht mal so schlecht. Okay. Konzentration. Was gibt's jetzt? Ja. Xavi Martinez. Ein polnischer Spieler. Xavi Martinez. Ja. Nicht so geil. Puka. Was haben wir denn noch hier?
Nee, also das Pack war richtig für den Hintern. Letzte Pack. Hier öffnen. Nochmal die 35k. Oh Mann, ey, wie viele Coins man hier ausgibt für so ein paar blöde Packs. Jetzt wäre mal so ein richtig geiler Spieler geil. Valencia. Wen haben wir denn da? Nee. Und Forza. Oh, den hatten wir ja auch mal. Eine Zeit lang beim Fußballmanager. Estienne. Gaetan. Nee. Überhaupt nichts leider dabei diesmal. Machen wir einfach nochmal so ein 7,5 auf. Wie viel haben wir hier? 35, das heißt 5 von denen noch. Warum nicht? Guck mal, ein dickes Pack-Opening hier. Vielleicht haben wir hier nochmal was ordentliches drin. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht kann ich direkt komplett abstoßen. Und den habe ich gar nicht richtig gesehen. Es ist Lorente, der Stürmer. Jo. Haben wir drauf. Mkhitaryan. Ja. Warum nicht? Ramos. Okay. Das wäre es ja. Falcao im Pack, den könnte ich auch gar nicht mal so schlecht gebrauchen. Also ich glaube, ja, das wäre gar nicht mal so verkehrt. Nicht mal ein seltenes Spieler. Bin ich mal gespannt, ob wir irgendwas noch kriegen. Also irgendwas muss ja wohl drin sein. Ori? Und das habe ich schon. Och, Ori. Dann haben wir hier ein super St. Patrick's Day Pack Opening hinter uns. Und Pazzini, ja, super Schrott. Und ein freies Pack. Oh. Sehr gut, ein Free Pack. Meine Packs. Alaba, David Alaba, der bringt uns jetzt Glück. David, komm! David! Überhaupt nichts. Absolut nichts. Henderson, ja, super. Werder, Bremen, jawohl. Nächstes Emblem von Werder. Naja. Naja. Naja, naja, naja. Nichts dabei so direkt. Schade. Schade, schade, schade. Ärgere ich mich so ein bisschen, dass ich so viele Coins ausgegeben habe. Naja, so ein paar für euch ausgegeben natürlich, ne? Okay, dann war es das für dieses Pack-Opening. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten, fürs Zusehen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.